Kindermord in Russland mit härtesten Konsequenzen. Am 4. Januar wurde in Kostrom ein 5-jähriges Mädchen ermordet. Sie wollte auf der Straße spielen und wurde von Unbekannten entführt. Gefunden wurde das tote Mädchen in einem Wohnheim. Die Wellen schlagen hoch in der russischen Gesellschaft. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen wurden zwei Männer verhaftet, die zugaben, das Mädchen ermordet zu haben. Einer der beiden Männer war wegen Diebstahls vorbestraft, der zweite hatte eine Haftstrafe wegen Sexualvergehens und Handel mit pornografischem Material verbüßt. Der Leiter der Untersuchungskommission der Russischen Föderation, Alexander Bastrykin, hat den Verlauf der Ermittlungen unter seine persönliche Kontrolle genommen. Zu den Vorfällen äußerte sich auch der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Vjatcheslav Volodin. Er schlug vor, pädophile Wiederholungstäter nicht nur zu lebenslanger Haft zu verurteilen, sondern diese auch zu den Nordminen zu schwerster körperlicher Arbeit zu schicken. Er versprach, dass die Staatsduma alles tun wird, damit das Gesetz über lebenslange Haft für derartige Verbrecher noch im Januar in Kraft tritt. Verbrecher, die für derartige Vergehen verurteilt werden, müssen ihre Strafe unter den schwersten Bedingungen verbüßen. In den nördlichen Regionen, in den Minen. Diese Verbrecher sollen mit schwerster Arbeit ihren Lebensunterhalt dort selber fristen und sich jeden Tag dabei in Erinnerung rufen, was sie getan haben. So Volodin in seinem Telegram-Kanal. Volodin schlug vor, diese Vorgehensweise gemeinsam mit dem Strafvollzugsdienst zu besprechen.